Hallo und willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Grüße gehen raus an Joker Butts oder Butz, den alten Lumpen da. Ja. So, das ist ja schon mal schön, dass wir hier wieder rausgeschmissen werden. So, dann gucken wir mal, ob wir die fertig machen können da hinten. Wo sind die denn hier? Da hinten, auf dem Platz. Okay. Die machen wir jetzt fertig. Voller Attacke hier. Wo sind die? Brockborough ist nur dafür bekannt, dass dort jemand einen Warte, Haustroll hat. Stress? Kann er kriegen. Moment. Das ist beinahe zu irgendwann wirst du. Was hast du getan? Oh. Vermeiden wir etwa unsere Probleme. Schluss mit der Wilderei. So. Schauen wir uns das Ganze doch mal an hier, du Hühnchen. Ja, da habe ich jetzt auch schon mehr von genug. Gut. Das ist so geil, dass ich da rumzappeln. So. Ach ja, so ist das. Ja komm, das Geld nehmen wir auch noch mit. Einer dieser Schüler wird niemals so. Vermissen. Im letzten Video hatten wir hier aufgehört. Da war ich ja auf dem Weg, mir die Seiten zu holen oder die Seiten von dem Buch zu holen, was ich vorher ja noch nicht konnte, weil ich einen Zauber noch nicht hatte. Mein Kumpel hat mir jetzt gesagt, da gehen wieder die Grüße raus an das Jokerchen, dass manche Nebenaufgaben, die man hier kriegt, die man mal machen sollte, weil denn schöne Zauber man hier denn lernen kann. Haben wir ja nun auch gemerkt mit der Nebenmission, die ich erstmal starten musste. Wieder mal auf Abenteuertour. Um jetzt diese Mission hier freizuschalten, wo ich jetzt hingehe. Ja. Schön, schön. Was ist denn hier los? Was ist denn das? Wahnsinn. Läuft. So muss das sein. Wir sind ja schon wieder... Ey, was geht denn hier schon wieder ab? Boah. Sollten wir nicht vermeiden. Wieso greifst du denn das? Ja, hier, Dankeschön. Oh Mann, ey, du bist aber auch ein Honk. Hier rüber. Wäre aber hier eine gefährliche Gegend, wa? Wieso werden denn hier... Oh, der Hase hat aber geruckelt. Was ist denn hier los? Hallo? Ruckeln mögen wir gar nicht, ob wir 5 waren. Aber na gut. Ich will dieses Monsterchen da unten nicht. Eigentlich nicht angreifen. Ach, das war eine Herausforderung. Ach, ist das denn nicht süß? Okay, da liegt jetzt was, das muss ich haben. Platsch. So, wie sieht das hier denn mit dem Wasser aus? Das ist ja so das Schwierigste, was man darstellen kann.
Oh, das sieht doch schon nicht schlecht aus. Wie springt sie denn da? Ja, so die Spritzer, das sieht so... Naja, geht, ne? Seht ja so ein bisschen... Ja, Plätscherwasser. Naja. Was war das? Blutgelsaft. Aha, gut. Boah, was ist hier los? Ach, Oh, noch einer, cool. Oh, da liegt ja ein Sack. Du Sack. So, da oben sind wieder irgendwelche Routen. Ich komme wieder nicht zu der Hauptmission hier, weil ich wieder so schöne viele andere Sachen hier finde. Moment, was war das hier? Talos, nehmen wir mit. So, Leute, was ist hier los? Stunk machen oder was? Ach, ist doch schon schön. Nein. Ich glaube nicht. Wie ermüdend du bist, Ryuki. Das willst du nicht nochmal probieren. Boah, ey. Die Kämpfe, die sind echt guti. Powertrank, genau. Das ist genau das, was ich noch gebraucht habe. Wo ist doch hier? Ah. Eine Truhe? Da. Okay. Ach ja. So. Da oben sind schon wieder rote. Oh, Leute. Was ist denn hier los mit euch? Ihr habt doch alle gut, ey. Nein, da will ich jetzt nicht hin, weil ich will jetzt die Hauptmission hier endlich mal schaffen, folgen, wie auch immer. Was ist denn das hier? So, da ist schon mal... Ja, was meint ihr denn zu den Bäumen? Ist das jetzt ansehnlich genug? Oder könnte man an den Bäumen noch mehr rausholen? Ist ja schon... Es sieht schon nicht schlecht aus. Aber ich finde, da fehlt immer noch dieses gewisse Etwas. Weiß ich nicht. Ihr könnt mir ja dann mal was reinschreiben in die Kommentare. Ne, Jokerchen? So, machen wir die nochmal im... Hallo, was ist denn hier los? Was hat er denn da beten? So, oh, was ist das denn? Cool, danke. Hallo, das war meins, ja. Das darf ich ja wohl mitnehmen. Geld, 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 Geld. Was ist das denn hier oben? Ey, guck doch mal da oben an. So, ich gehe jetzt mal näher an die Bäume ran. Gut, das ist jetzt ein Nadelbaum. Aber...
Ach man, Leute, ich weiß auch nicht. Für mich sieht das einfach nicht praller aus, weiß ich nicht. Also das ist das, wo ich mal so ein bisschen dran rummäkel. Das, so, das Game, das sieht ja nicht schlecht aus. Das ist auch schon mal gut, das, aber so die klein, aber fein. Oder auch hier so. Ja, das ist ja eigentlich. Aber so hochauflösend ist das aber auch nicht. Eher so verpixelten Kram hier. Wenn man sich das mal so anguckt. Ja, so. Man kann sehen, die Blätter sind ja flach. Ist ja auch in Wirklichkeit so, aber. Naja. Ja, da gibt es ein bisschen was zu mäkeln. Da können Sie ja dann noch mal so ein bisschen, nicht, dran arbeiten. Aber sonst so, hier der Boden, das reingematschte Laub da. Ich nehme das Video extra für euch jetzt mal in 4K auf, damit ihr das jetzt mal sehen könnt, was ich sehe. Was ist das denn da schon wieder? Geld. Geil. Ja, und hier sind so die Gräser. Ja, was meint ihr denn dazu? Lasst doch mal einen Kommentar da. Oder bin ich total auf der verkehrten Richtung hier? Ich weiß auch nicht. Das sieht irgendwie alles, weiß ich nicht. Und auch hier die Blätter. Hier. Weiß ich nicht. Jetzt wird das natürlich unsichtbar. Das war ja jetzt ja wieder vollkommen klar. Das sieht irgendwie. Ja, das bewegt sich zwar, aber. Ja, ich weiß nicht. Naja. Könnt ihr mal einen abrabbeln. So, gehen wir mal weiter mit der Mission hier. Jetzt wird es dunkel. Das finde ich cool. So Tag-Nacht-Wechsel finde ich geil. Und bewölkter Himmel da oben und die Sternchen. Ja. Ja, ich bin ja mal auf den zweiten Teil gespannt, der da rauskommt. Bin ja mal gespannt, was die da Schönes rauszaubern. So, jetzt gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Das ist dann auch so geil. Wie versprochen. Kommt da noch was? Nee. Das finde ich auch so geil. Dass wenn sie wartet, oder wenn ich warte, egal wie man sehen mag, sie hätte ja alles machen können. Sie hätte sich da gegen Baum setzen können oder hätte sich mit dem Maus auf den Boden gesetzt oder hätte sich da vorne, der Stein, der da vorne ist, hätte sich da hinsetzen können zum Warten. Das habe ich jetzt schon ganz oft erlebt. Hab das Thema nur noch nicht angesprochen, weil ich gedacht habe, naja gut, vielleicht ist das so, muss das so sein oder macht sie dann nochmal andere Aktion? Nö. Dass wenn man wartet, die einfach sich auf dem Boden liegt, ja, irgendwo, auch wenn da nebenan eine Bank steht oder sonst irgendwie was, das habe ich jetzt auch schon öfters gehabt, dass sie sich einfach auf dem Boden liegt. Oder in den Klassenräumen, das habt ihr ja auch schon jetzt in den Videos gesehen, dass sie sich einfach auf den Boden legt. Hallo, in den Klassenräumen, da kann man sich da irgendwo hinsetzen, oder? Naja, gut. Nochmal so ein kleiner Punkt, den ich jetzt noch nicht angesprochen habe, weil ich gedacht habe, ja, sie setzt sich irgendwo hin. Sie hätte sich da ja auch gegen den Stein lehnen können, oder? Also ich habe das noch nie gemacht, dass wenn ich auf jemanden gewartet habe, sei es in der Stadt oder das, wenn man warten muss, dass man sich auf den Boden legt. Also, na gut, vielleicht machen das manche, aber gut. So, gehen wir mal weiter hier. Jetzt ist unser Freund ja da. Mal schauen. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Auf der Suche nach Abenteuern im verbotenen Wald, wie es sich für Gryffindors gehört. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir?
Okay, jetzt sollen wir ihm folgen. Okay. Ist neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise wieder einfällt. So, dann muss ich erstmal gucken. Protego ist bestimmt jetzt wieder was, was wir nicht gelernt haben. Nein. Oder habe ich das jetzt da schon? Ach, Leute, was ist denn hier? Wo ist das denn jetzt? Das ist, wenn man das nicht so oft zockt. Weiß man nicht, wo hier, wo was ist. Was ist denn hier jetzt was? Verwandlung. Ja, so, das habe ich ja noch nicht. Imperio. Ja, das sieht doch mal nice aus. Oh ja, die ganz bösen Flüche hier unten. Yeah. Ja, okay. Duellleistung. Setz Protego erfolgreich ein. Was ist Protego? Das ist jetzt wieder... Ist das ein Ausweichzauber oder was? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Vielleicht wird das Geheimnis ja gleich gelüftet. Was denn? Hä? Was ist jetzt denn los? Hä? Ja, das ist jetzt, was ich nicht verstehe. Das ist jetzt auch wieder so ein geiles Ding. Gut, probieren wir es nochmal. Was war das jetzt, bitteschön? Ich sollte ihm da folgen. Und ich habe nur geguckt. Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise wieder einfällt. Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Adieu. Ist das jetzt Latein? Oder doch Griechisch? Aha. Okay. Ja, das war jetzt ja gerade merkwürdig. Es hilft nichts, ich muss einfach weitermachen. Komm, nimm die Pilze mit, alle sammeln hier, alles looten, was geht. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jackdaw überraschend verlässlich. Hey, wo willst du denn hin? So, hier hoch. Schon wieder hüpfende Pilze hier. Oh, das war's mit Tiere. Ach, cool. Ja. Ja, nicht, dass es gleich wieder heißt, sie weichen zu weit vom Weg ab. Propär zum Mist hier. Was ist das für ein Blöd?
So, und jetzt schwimmen, oder was? Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Ich bin mir nicht sicher, aber ist das nicht die Stelle, wo Aspecto Patronum so irgendwie mit von Harry Potter hier so die Stelle? Hat auf jeden Fall ganz viel Ähnlichkeit. Naja, gut, weiter geht's. Genau wie Jackdaw es beschrieben hat. Intramuros. Das ist schon wieder... Hier draußen wird euch niemand hören. Randok wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Ich werde nicht ruhen, bis du tot bist. Ich habe keine Zeit dafür. Diese Anhänger werden Ranrock nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jackdaw mich geführt hat. So. Aufi. Oh. Ja, siehst du, das sieht doch schon mal nicht verkehrt aus. Was haben wir hier? Mhm. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Ja. So, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Ist zwar nicht lang, das Video, aber wenigstens ein bisschen. Ja, konntet ihr ein bisschen was in 4K gucken? Ist doch nicht verkehrt. Ja. Alles klar, dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns im nächsten Video. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir denn hier endlich mal die blöden Seiten finden, die wir hier... ja, brauchen für das Buch. Und dann gucken wir mal. Ne? Alles klar, denn viel Spaß. Und einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.